mich, also ich habe mich auch quergestellt schon nach der kurzen Zeit, habe gesagt, ich möchte nicht mehr nach Hause, weil natürlich irgendwo bei mir auch endlich mal eine Struktur kam, es gab richtige Regeln, es gab irgendwie einen vernünftigen Tagesablauf und ich bin zur Ruhe gekommen wahrscheinlich und sie zu Hause wahrscheinlich auch. Hatte dann aber eigentlich keine andere Möglichkeit, also bin dann auch erstmal nach Hause und das ist aber dann wahrscheinlich, weil ich dann auch nochmal extra barrikadiert habe und auch extra nochmal einen draufgelegt habe, wahrscheinlich wieder in die Schutzstelle gekommen, weil ich einfach gesagt habe, das will ich nicht mehr, ich will nicht mehr zu Hause sein, das funktioniert nicht. Wahrscheinlich hätte es funktioniert, wenn ich diese vor allem großen Konflikte bei meinem Bruder nicht gehabt hätte, dann wäre wahrscheinlich der Umgang zu Hause ein bisschen leichter gewesen. Was jetzt nicht heißt, dass ich meinen Bruder irgendwie wegwünsche. Die Konflikte mit meinem Bruder, ja, das waren Bagalitäten. Das fing an bei einem Streit um die Fernbedienung von Fernseher und hörte auf, dass wir mit dem Messer voreinander standen. Beide super provokant, also wir konnten uns beide auch wahnsinnig gut ansticheln, also bis wir uns wirklich geprügelt haben. Und ich glaube nicht, dass es einen Tag gab, wo das nicht so war. Ne, und wir sind halt einfach, glaube ich, beide vom Wesen her so unterschiedlich und so, weiß ich nicht, wir ziehen uns da quasi konfliktmäßig an. Das war immer schon so. Also das, ja, was heißt Struktur? Also wir hatten schon eine Struktur zu Hause und also klar, Schule eigentlich und meine Mama hat immer gekocht für uns, also sie hat uns die hat uns versorgt vernünftig. Also ich habe nie das Gefühl gehabt oder weiß, dass meine Mama nie uns irgendwie vernachlässigt hat, was gewisse Dinge angeht. Sie hat immer saubere Klamotten, das war immer alles da. Ne? Ich glaube, der Punkt war die Konsequenz einfach, die nicht so gegeben war und dass wir ich weiß es nicht. Zu Hause war es immer hitziger, immer weniger Regeln wahrscheinlich auch einfach, Mama halt mehr durchgehen lassen und dadurch gab es, um schon alleine morgens aufzustehen, natürlich riesen Terror. Ich hatte eine schlechte Schule in der Zeit, ich wollte nicht in die Schule, mein Bruder auch selten, also der wollte auch nicht in die Schule und wir wussten, glaube ich, schon immer relativ gut, wie wir meine Mama dazu gebracht haben, uns dann daheim zu lassen oder auch wie wir unsere Dinge durchgekriegt haben. Und das war einfach in der Wohngruppe nicht mehr möglich. Also einfach auch mal ganz klar zu lernen, so bis hierhin und nicht weiter. Ne? Also meine Mama war auf jeden Fall mit der Situation überfordert. Ich habe mal mit ihr darüber gesprochen. Also ich spreche mit meiner, es gibt ab und zu mal so Gespräche mit meiner Mama, wo ich gewisse Themen anspreche, wie das früher war, weil ich halt auch immer frage, wie das für mich war, weil ich das selber nicht mehr weiß teilweise. Und sie selber sagt, dass sie ja irgendwann auch von alleine aus dem Jugendamt gegangen ist, weil sie gesagt hat, dass sie das nicht mehr schafft. So, ne? Also 3 Kinder, wir hatten alle irgendwie so auch unser Gepäck mit uns zu tragen, ne? Alle irgendwie komische Väter und alles nicht so blendend gelaufen, wie es vielleicht in einer normalen Familie, kann ich auch nicht sagen, aber wie es so vielleicht hätte laufen sollen. Und ja, meine Mama war überfordert, definitiv. Das hat man in jeder Lebenslage gesehen und das sagt sie auch von sich aus selber. Also der Moment, als meine Mutter zu mir kam und gesagt habe, ich soll in eine Jugendschutzstelle oder ich soll erstmal von zu Hause weg. Ich habe mich erstmal geweigert. Ich kann nicht mehr sagen, wie es emotional für mich war. Mit Sicherheit nicht schön. Na, also ich hab Angst davor gehabt, das auch mit Sicherheit. Ich kann mich an die Gefühle nicht mehr erinnern, aber ich weiß, dass es definitiv so war, weil ich mich klar kenne und welches Kind hat davor keine Angst. Es war so, dass meine Mama gesagt hat, du gehst ins Heim oder du kriegst nichts mehr zu essen. Es ist einfach vorbei. Also die musste da so konsequent sein und glaube ich auch diesen Schritt tun, weil sie mich sonst einfach auch nicht hätte wegkriegen können. Also natürlich weigere ich mich da dann, ne? Ich glaube, ich habe 1 oder 2 Tage noch zu Hause gesessen und es hat ganz, ganz lange mit mir gearbeitet. Ich habe mich total verbarrikadiert in meinem Zimmer irgendwie und mein Vater kam dann noch und meinte sich da einzumischen, wo ich
mit der Situation schon völlig überfordert war, weil der so mit meinem Leben nichts zu tun hat und dann noch Kritik an mir ausübte, wo ich mich einfach gefragt habe, warum mischst du dich überhaupt ein? Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun und du hast noch weniger Möglichkeiten, da irgendwie an mich ranzukommen, irgendwie, weil ich ja nie eine Bindung zu ihm hatte. Und irgendwann war dann der Punkt, da war mein Vater auch da. Das war an dem Tag, wo er da war. Da bin ich dann gegangen und habe gesagt, Mama, okay, ich gehe. Und dann merkte man sofort, dass meine Schwester war da, meine Mama war da und dass sich die Situation total gelockert hat. Dass wir alle erleichtert waren und ich auch erleichtert war, glaube ich, dass einfach was passiert, trotz wahrscheinlich großer Angst. Ich dann irgendwie noch was zu Hause gegessen hatte und meine Mama mich dann gebracht hat. Also die hat mich dann nicht alleine irgendwie, sondern hat mich dann wirklich gebracht. Also der erste Tag in der Jugendschutzstelle, ich kann mich nur noch ganz vage daran erinnern. Ich kann mich zum Beispiel auf die Fahrt in die zweite Jugendschutzstelle, da kann ich mich mehr daran erinnern, weil ich weiß, dass meine Mutter und ich uns verfahren haben. Aber beim ersten Mal, ich kann mich zum Beispiel nicht an dieses Aufnahmegespräch oder so erinnern. Na, klar war es komisch und dann waren da natürlich auch komische Leute, nicht unbedingt auch Menschen, die ich so vielleicht aus meinem sozialen Umfeld kenne. Also ich habe in der Zeit immer regelmäßigen Kontakt zu meiner Familie gehabt. Also es gab nicht eine Zeit lang, wo das nicht war. Es gab auch nicht eine Zeit lang, glaube ich, wo ich irgendwie... Also natürlich hab ich mit meiner Mama mit Sicherheit Vorwürfe gemacht. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also wie gesagt, ich kann nur diese gute Erfahrung einfach irgendwie weiter sagen oder auch für mich, das ist meine Empfindung. Und ich weiß, dass meine Mama mir trotzdem immer Halt gegeben hat. Sie war immer da und das hat sie mir auch immer vermittelt. Also sie war bei jedem Gespräch dabei, sie war immer bei Dingen da, die vielleicht Konflikte waren oder wo Rücksprache gehalten werden mussten. Sie war immer da und sie hat immer noch ganz, weil sie hatte immer noch die Mutterrolle, sie hatte immer noch das Sorgerecht gehabt. Das heißt, sie hat auch immer noch, also sie war immer noch in der Pflicht, dass sie zu sagen hatte, was ich tue oder was ich lasse oder was, ne, bis auf halt die Regeln, die in der Jugendschutzstelle halt galten. Und ich weiß, dass, also ich weiß nicht, ob ich glaube nicht, dass ich regelmäßig nach Hause gefahren bin, aber auch einfach, um einfach klar zu machen, so, du bist jetzt hier, du lebst jetzt hier und erstmal ist dieses Zuhause-Schlafen nicht möglich, aber auch einfach klar, um für mich auch ein Ankommen zu gewährleisten und für mich einfach auch klar zu kriegen, jetzt muss was geändert werden. Ich weiß nicht, ob ich meine Mama regelmäßig gesehen habe, ich glaube auch erstmal nicht sofort ständig oder so, damit halt ganz klar dass ich da ankomme, dass einfach klar ist, so, jetzt ändert sich was. Na, aber ich glaube schon, dass ich regelmäßigen Kontakt habe und ich glaube auch schon, dass ich mit meiner Mama telefoniert habe und dass die war immer präsent. Also es gab nicht eine Zeit lang, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Kontakt mehr mit zu euch oder das bricht ab oder da habe ich mir auch nie Gedanken drüber gemacht, weil ich weiß einfach, das kann ich mir bei meiner Mama gar nicht vorstellen. Ich war genau erst in dieser gemischten Schutzstelle. Dann hieß es, ich soll nach Hause nach einem Monat, glaube ich, weil ich mein Schutzschild ist, glaube ich, bis maximal 3 Monate, dass man da bleiben kann. Und in der Zeit wird halt geguckt, wie es weiterläuft. Und da halt die Mitarbeiter, also die Zusammenarbeit mit meiner Mutter auch immer so gut super funktioniert hat, dass halt immer so gewährleistet war und war halt wahrscheinlich erstmal wieder nach Hause, weil da war wahrscheinlich nicht so der Sinn hinter warum, ne? Also klar, konfliktreich und so. Ja, und da habe ich aber auch, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dass ich nicht mehr nach Hause möchte. Und da war ich in der Mädchenschutzstelle. Und und ab da, also in der Schutzstelle gab es auch nochmal viele Konflikte, weil ich natürlich eigentlich auch immer Probleme hatte, mich so an die Regeln zu halten. Und natürlich musste ich mir Hausarbeit machen und solche Sachen. Und ich war sehr launisch, war sehr temperamentvoll, ich war sehr laut, bin ausgeflippt und habe immer Sachen gemacht, die ich nicht durfte. Und bis zu einem gewissen Punkt, wo dann halt von mir auch gesagt hat, entweder du hältst dich an die Regeln und ich habe dann eine Beurlaubung gekriegt in der Jugendschutzstelle, da kann ich mich daran erinnern, vor 2 Wochen. Eine Beurlaubung war einfach, dass sie gesagt haben, dass sie mein Verhalten so nicht mehr tragen können und dass ich mir bewusst werden soll, ob ich das hier will oder ob ich zu Hause quasi dann bleibe und bin dann halt für 2 Wochen nach Hause und das war natürlich die Hölle.